Vielen Dank, meine Damen, meine Herren. Ich darf Sie sehr herzlich willkommen heißen zu dieser Pressekonferenz, die mir ganz, ganz besonders am Herzen liegt, weil ganz offenbar das Schicksal der Auer besiegelt zu sein scheint, weil wir uns die Frage stellen müssen in diesen Tagen, in diesen Wochen, ob es sich bei der Auer noch um ein Paradeunternehmen aus Österreich handelt oder ob die Auer eine Schande für Österreich darstellt. Wenn wir uns die Berichterstattung der letzten Monate ansehen, wenn wir uns ansehen, wie das Management das Verkaufsverfahren abgewickelt hat, wenn wir uns ansehen, welche Zahlen uns präsentiert worden sind, dann müssten wir eigentlich davon ausgehen, dass es sich bei der Auer um einen Konkursfall handelt. Ein Unternehmen, das mehr Schulden hat, das der Unternehmenswert eigentlich darstellt, ein Unternehmen, dessen Gewinnprognosen düster sind, ein Unternehmen, das offenbar keine Zukunft hat, außer jemand kauft dieses Unternehmen. Dieses Unternehmen wäre eigentlich nach allen Berichten, die uns vorliegen, ein Konkursfall. Und ein Management, das bei einem Konkursfall weiterarbeitet, macht sich strafbar. Ich frage mich daher, warum man nun jenen Weg geht, den man bereits vor 2 Jahren eingeschlagen hat. Ich behaupte, meine Damen und Herren, die Auer steht nicht so schlecht da, wie man von Seiten des Managements behauptet. Ich behaupte, die Auer ist kein Konkursfall. Ich behaupte, dass die Auer ein interessantes Unternehmen ist, das man verkaufen kann und nicht mit einer Morgengabe verschenkt. Sie alle wissen wahrscheinlich, dass die Auer heute Schulden hat in der Höhe von 1,1 Milliarden Euro. Was nicht bekannt ist, das ist die Tatsache, dass die Auer im Jahr 2001 2 Milliarden Euro an Schulden hatte. Das wird verschwiegen. Im Jahr 2004 hatten wir 1,4 Milliarden Euro Schulden bei der Auer. Das heißt, wir haben einen wesentlichen Teil dieser Schulden abgebaut, und zwar in den letzten 7 Jahren, 1 Milliarde Euro. Und das in einem wirtschaftlichen Umfeld, in dem es für die Fliegerei nicht einfach war zu realisieren. Sie wissen, die Billig-Airlines sind eine massive Konkurrenz für die etablierten Fluggesellschaften. Sie wissen, dass die Situation im Irak und in anderen Ländern es den Fluggesellschaften nicht einfach gemacht hat. Sie wissen, dass der Ölpreis eine unerfreuliche Entwicklung für die Fluggesellschaften vollzogen hat. Und in diesem Umfeld hat es die Auer geschafft, einen großen Teil der Schulden abzubauen. Warum? Weil man dort hervorragende Mitarbeiter hat, gute Piloten, gutes technisches Personal. Die technischen Leistungen werden auch von anderen Unternehmen angefragt. Das heißt, die Auer verkauft technische Leistungen an andere Unternehmen. Wir haben ein Unternehmen, das aus unserer Sicht ein wirklich gutes österreichisches Unternehmen ist, das sich auf einem guten Weg befindet. Man darf nicht von einem kurzen Augenblick, wo es jetzt natürlich schwieriger ist, davon ausgehen, dass das Unternehmen keine Zukunft hat. Die Auer hat auch, und das möchte ich betonen, 9/11 überstanden im Gegensatz zu Swissair. Also alle diese Dinge, die man gemeistert hat, sprechen für die Auer. Warum also jetzt ein Notverkauf? Von einem Notverkauf hätte man sprechen können im Jahr 2001 bei 2 Milliarden Euro Schulden. Warum jetzt ein Notverkauf? Wenn jetzt auch noch verlangt wird, dass der Steuerzahler, der Staat, bei dem Verschenken der Auer eine 500 Millionen Euro an Steuergeld nachwirft, dann ist das einerseits politisch verwerflich und andererseits widerspricht das ganz klar den EU-Wettbewerbsregeln. Das wird so nicht funktionieren. Der einzige Weg, den man gehen könnte, der rechtlich halten würde, das bestätigt Dr. Guggerbauer, wäre eine Kapitalerhöhung. Aber dann sage ich auch, gut, machen wir diese Kapitalerhöhung und bringen wir dieses Unternehmen selbst auf Erfolgskurs, bevor wir es verkaufen. Das Unternehmen muss zuerst herausgeputzt werden und dann verkauft werden und nicht wie jetzt das Unternehmen schlecht reden, kaputt managen und dann verkaufen. Das ist sicherlich nicht der richtige Weg. Und ich habe die Frage gestellt, warum dieses Unternehmen so schlecht geredet wird und auch kaputt gemanagt wird. Alle Maßnahmen der letzten 2 Jahre erscheinen unlogisch, wenn man davon ausgeht, dass ein verantwortungsvolles Management ein Unternehmen gut führt. Sie erscheinen logisch, wenn man davon ausgeht, dass dieses Unternehmen bewusst
beschädigt werden soll, um es dann mundgerecht verkaufen zu können. Und ich stelle mir auch die Frage, wer an diesem Deal noch verdient. Ich habe kein Vertrauen zu den Herrschaften in den höchsten Etagen der ÖAG. Ich habe kein Vertrauen zu den Regierungsparteien, SPÖ und ÖVP, die für diesen Verkaufsprozess auch verantwortlich sind. Und ich habe auch kein Vertrauen zu jenen Personen, die sich im Umfeld der Aufführung bewegen. Wie hat man nun dieses Unternehmen Schritt für Schritt beschädigt? Erstens, nur ein Dummkopf kann davon überzeugt sein, dass eine Stand-Alone-Lösung für ein Unternehmen wie der Auer in einem Land wie Österreich ein richtiger Weg sein kann. Österreich ist ein kleines Land, die Auer ist international gesehen eine sehr, sehr kleine Gesellschaft. Ich muss internationale Kooperationen suchen, damit ich nicht das gesamte Netz Langstrecke, Mittelstrecke, Kurzstrecke abdecken muss. Sie müssen wissen, jedes Flugzeug hat ungeheure Basiskosten. Ich muss das fliegende Personal ausbilden auf diesem Flugzeug. Ich muss die Techniker ausbilden, ich muss ein Ersatzteillager haben. Das kostet alles viel Geld. Und wenn ich alle Streckenbereiche abdecken muss mit meinem Flugzeugpark, dann ist das für eine kleine Gesellschaft, wie sie die Auer darstellt, ein schwieriger Prozess. Das heißt, es muss Herr Oetsch gewusst haben, dass eine Standalone-Lösung unmöglich ist. Unmöglich ist, und trotzdem propagiert er bei seinem Amtsantritt diese Standalone-Lösung. Oetsch mag alles sein, aber er ist kein Dummkopf. Warum geht er diesen Weg? Dazu kommt noch, dass wir erfahren mussten, dass ein Gutachten erstellt worden ist, das eine Standalone-Lösung unmissverständlich als Schildbürgerstreich dargestellt hat, und Herr Oetsch und Herr Michaelis haben dieses Gutachten gekannt. Sie haben dieses Gutachten zurückgehalten, wissend, dass Ihr Weg der Auer zum Nachteil gereicht. Sie haben an dieser unsinnigen Standalone-Lösung festgehalten. Daher stellt sich für mich auch die Frage, welche strafrechtlichen und welche zivilrechtlichen Folgen hier anstehen werden. Und ich habe mich daher entschlossen, auch eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft zu übermitteln, weil ich davon überzeugt bin, dass es sich bei diesen Vorgängen um ein Wirtschaftsverbrechen handelt, weil ich davon überzeugt bin, dass die Herren Oetsch und Michaelis der Auer schweren Schaden zugefügt haben, und ich fordere daher auch den Rücktritt dieser beiden Herrschaften. Herr Oetsch ist für den Verkaufsprozess mitverantwortlich, für den Zustand der Auer mitverantwortlich. Herr Michaelis ist für den Verkaufsprozess hauptverantwortlich und sitzt auch im Aufsichtsrat der Auer als Vorsitzender des Aufsichtsrates. Was ich noch unterstreichen möchte, ist, dass Herr Oetsch, der sich selbst als guten Manager bezeichnen würde, in den letzten 2 Jahren 12 Millionen Euro für Consulting-Leistungen ausgegeben hat. 12 Millionen Euro. Jetzt stelle ich mir die Frage, welche Unternehmen haben hier Geld bekommen von der Auer? Und was wurde der Auer geraten? Ein Gegenwert von 12 Millionen Euro, da muss doch der Auer irgendwas geraten worden sein. Daher stelle ich die Frage an den Herrn Oetsch, was haben diese Consulting-Unternehmen der Auer geraten? Und hat er das, was der Auer geraten worden ist, auch befolgt? Ich gehe davon aus, dass entweder dieses Geld in irgendwelchen Kanälen verschwunden ist, damit man einige Herrschaften vielleicht bedienen kann, oder man hat nicht das getan, was diese Unternehmen geraten haben, sonst würde das Unternehmen nicht angeblich so schlecht dastehen mit einer Gegenleistung von 12 Millionen Euro. Daher ist es wirklich angebracht, dass sie auf die Staatsanwaltschaft aktiv wird und Hausdurchsuchungen bis in die letzte Almhütte anstellt, denn hier ist etwas wirklich schiefgelaufen.